Okay, ich werde mir tatsächlich jetzt schon mal, also ich hoffe tatsächlich, dass ihr in die Kommentare ein paar Tipps schreibt und ein paar Mods und natürlich Namen für Siedler, Kolonisten, ja, Siedler und Kolonisten sind das gleiche. Siedler, Kolonisation und halt das Land halt. Die ganzen Sachen. Und ich werde mir jetzt schon mal anfangen, wie ich es auch bei Prison Architect gemacht habe, mir ein leeres Blatt Papier zu nehmen und dort ein paar Sachen raufzuschreiben, damit ich auf jeden Fall weiß, was ich für die Zukunft schnell besser machen will. Und das ist ganz am Anfang Nahrung anbauen, würde ich sagen. Nahrung anbauen, in Klammern Reis oder Kartoffeln. Wichtig. Punkt 2 ist es vielleicht, ja gut, Schlafplätze, klar. Schlafplätze, in Klammern Zufriedenheit. Dann brauche ich ganz am Anfang das hier, also so ein Lagerraum mit Kühlaggregat, damit ich zum Beispiel, wenn ich Fleisch bekomme, das da erstmal reinlagern kann. Man muss es ja am Anfang noch nicht verarbeiten können, aber solange es gekühlt ist, und da ist die nächste Person am Nahrungsmangel gestorben. Kühlraum und natürlich dann auch Strom. Kühlraum plus Strom. Also das sind halt, glaube ich, die drei Sachen, wenn man es bauen kann. Also wir haben ja jetzt so mit Forschung hier, mit Elektrizität, Klimatechnik, Solarzellen und alles schon angefangen. Es gibt auch Spielmodus, wo man komplett ohne Forschung anfängt. Da können wir natürlich keinen Kühlraum am Anfang bauen. Ja, ich glaube, jetzt ist es tatsächlich auch vorbei. Oh, was ist denn hier los? Ha, siehst du, ich muss auch lernen, mehr hier auf die Sachen hier zu achten. Aber das ist alles eine Gewöhnungssache. Das ist alles. Man gewöhnt sich an sowas. Ja, eine Karawane. Zusammenbruch. Elena Model ist ein Blutrausch. Sie wird Viking an umbringen. Ja, okay. Wie gesagt, da können wir jetzt nicht mehr viel machen. Kann ich mit denen irgendwie handeln oder so? Deine weibliche Kolonistin lächelt zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie sendet ihre starke psychische Summen über die gesamte Region, auf eine Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Ja, toll! Ist ja nicht so, dass wir jetzt schon wieder ein Tote haben und so. Kann ich mit euch irgendwas machen? Plaudert. Wie handle ich mit euch? Interaktion mit Händlern ab. Du kannst Leute, die mit einem Fragezeichen markiert sind, ansprechen. Wähle eine Kolonisten aus und klicke mit dem rechten Maustaste auf die Person. Okay. Da. Du hast ein Fragezeichen. Handeln mit dir. Machen wir mal. Gucken wir uns auch mal an. Okay. Der Unterhändler Holt kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig sprechen. Alles klar. Das wird Einfluss auf den Handelspreis haben. Überlege eventuell, einen gesünderen Unterhändler zu schicken. Nein. Das kann man hier so. Oh, guck mal, wir können unsere Alpakas verkaufen. Geil. Mach ich jetzt einfach mal. Alpaka verkaufen? Oh, wir können sogar Menschen verkaufen. Komm, du wolltest uns eh nicht. Wir verkaufen dich auch. Wir können auch Menschen kaufen. Cool. Pemmikan. Was ist das? Pemmikan. Eine nahrhafte und haltbare Mischung aus zerstoßenem Dörrfleisch, Fett und Pflanzenzutaten. Okay. Kräutermedizin.
Der gibt uns immer noch 600, wenn ich es richtig verstehe. Das heißt, ich nehme auch ein bisschen Medizin mit. Warte mal, kann ich hier? Ja. Ich glaube, wir machen es erstmal so. Warum ist es rot? Weil. Oh, guck mal, das finde ich auch so krass. Also, wie umfangreich dieses Spiel ist. Dein Geldbetrag, den du zahlen musst, um diese Ware zu kaufen. Marktwert 1,5 mal 1,5 kaufen. 2 mal 2 Typ des Händlers. 1,2 Schwierigkeit. Der Verhandlungsbonus minus 3%. Also, wenn ich halt gut im Verhandeln bin, gehen die Preise, werden die Preise hier besser und ich glaube, die Preise auch. Annehmen. Jetzt haben wir Essen bekommen, denke ich mal. Wir haben dich jetzt verkauft, das ist gut. Okay, das wird reingebracht und ich hoffe dann auch gegessen irgendwann. Cool. Wir können zwar immer noch keinen Strom bauen, weil wir niemanden haben mit der Fähigkeit. Aber wir können ja mal gucken. Ich will. Da, danke. Abbruch. Was waren hier mit Strom? Holzgenerator. Konstruktion benötigt 4. Wir haben niemanden mit 4, richtig? Du hast 2. Du hast 0. Wir können momentan keinen Strom bauen, tatsächlich. Das ist sehr kacke. 6. Eine Batterie, aber eine Batterie bringt mir nichts. 4, 6. Also 4 ist tatsächlich Minimumkonstruktion, dass wir irgendwas mit Strom bauen können. Das ist schlecht. Das heißt, wir können keine Kühlkammer bauen. Die brauchen wir jetzt gerade auch, glaube ich, nicht. Bisschen Medizin, bisschen Nahrung. Hast du immer noch Hunger? Alle sind tot oder fort. Die Geschichte ist zu Ende. Vielleicht findet jemand anders einen Nutzen für die noch stehenden Ruinen. Ja, die brennen gerade ab. Weiterspielen? Und könnte ich jetzt einfach so weiterspielen, bis eine neue Person hier reinkommt, vielleicht? Weil ich meine, bauen kann ich eh nichts. Hier ist schon eingebrannt. Ja, das war doch ein schöner Start, oder? Leider tatsächlich eine Viertelstunde weniger, als ich eigentlich geplant hatte. Ach, guck mal, es regnet. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich die gehört habe. Ich glaube, bei einem anderen Let's Player. Wenn es Brände gibt, gibt es in dem Spiel eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Brand Regen ausbricht, damit es schneller gelöscht wird. Auch interessant, aber ich glaube, das wird gerade nicht gelöscht, weil hier überdacht ist. Deswegen ist es ja nicht reinregnet. Aber gut. Tür verbieten. Guck mal, das können wir uns noch löschen. Die Benutzung von Türen können verboten werden, um Kolonisten und gezähmte Tiere daran zu hindern, dort durchzugehen. Beachten Sie diese Befehle nicht zum Abschließen einer Tür gedacht ist. Feinde können generell keine Türen durchqueren. Mit diesem Befehl kannst du deine Kolonisten nur sagen, dass sie diese Tür nicht nutzen sollen. Kolonisten, die übergeschnappt sind, ignorieren eventuell dieses Verbot. Okay. Ja gut, ich würde sagen, Hauptmenü. Und dann sind wir wieder im Hauptmenü. Ja, das war erstmal der erste Einblick von RimWorld. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es morgen direkt mit Season 1 losgeht, wo wir dann halt mit Mods und so richtig anfangen. Oder doch erst Montag nach dem Wochenende. Je nachdem, wie viel Zeit. Weil rein theoretisch möchte ich auch tatsächlich erst aufnehmen nach diesen 5 Folgen. Also heute oder morgen halt aufnehmen. Falls jemand von euch halt noch was in die Kommentare schreibt, was nützlich sein könnte. Wie gesagt, ich würde halt gerne auch euch ein bisschen an dem Let's Play teilhaben. Das heißt, ihr könnt halt zum Beispiel Namen von Kolonisten aussuchen, wie die Siedlung heißen soll und so. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich es quasi zu morgen schaffe, dann mit Season 1 schon direkt zu starten oder dann halt erst Montag loslege. Genau. Wir gründen dann halt eine neue Kolonie. Das kann ich ja schon mal so im Vorab sagen.
Ich kann mir jetzt noch mal ein bisschen hier ein bisschen genauer das durchlesen. Jetzt für die, die kein so großes Interesse jetzt an den Menüführungen haben, also die können ja gerne schon abschalten. Also Spielinhalt wird jetzt hier nicht mehr kommen. Das wird dann erst mit der Season 1 starten. Ich gucke mir das noch mal an. Vielleicht könnt ihr ja auch dazu noch was sagen oder so. Beziehungsweise einen Tipp geben, mit was ich anfangen soll. Also wir hatten ja jetzt Absturz. Drei abgestürzte Überlebende bei klassischen Rimworld-Erfahrungen. Start mit drei Personen, ausgewählt von 8. Genau, stimmt, weil wir hatten 8 zur Auswahl und 3 konnten uns auswählen. Beginnt mit... Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir so viel am Anfang haben. Einziges Tier, doch, das hatten wir. Silber, Medizin. Hatten wir so viele Nahrungsmittel am Anfang? Gut, ist auch egal. Hier würden wir halt mit 5 starten. Der verlorene Stamm. Der Stamm wurde von einem großen Blut... von den großen Blutmaschinen der Götter angegriffen und vernichtet. Nur 5 von euch haben den Massaker überlebt und sind entkommen. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr eine neue Heimat aufbaut. Damit würde ich, glaube ich, tatsächlich anfangen. Weil 5 Personen ist, glaube ich, eine guter Ausgang erstmal, um so eine Siedlung zu starten. Vor allem, weil man dann halt verschiedene... Die Fähigkeiten verschieden zuordnen kann. Das will ich halt auch irgendwann mal probieren, aber jetzt noch nicht. Dafür muss ich das Spiel noch besser kennenlernen und auch ein paar Mods kennenlernen, glaube ich. Mit einer Person zu starten, ist bestimmt aber trotzdem ganz schön cool. Achso, das seht ihr eh nicht, den Steam Workshop. Aber ich denke mal, vielleicht kann man da auch noch Spielmodi runterladen, Szenario auswählen. Ich gehe mal kurz hier hin. Hier weiß ich noch nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich habe gehört, dass das nicht so geil sein soll, weil es tatsächlich passieren kann, dass dann einfach mal mehrere Ingame-Tage oder Ingame-Wochen nichts passiert, bei Zufall, und dann halt zwischendurch mal wieder extrem viel passiert. Gibt dir sehr viel Zeit zwischen den Katastrophen, um im Aufbau der Kolonie in Ruhe genießen zu können. Aber Vorsicht, wenn eine hohe Schwierigkeitsstufe eingestellt ist, wird Phoebe auch hier keine Gnade zeigen. Okay, also... Ich glaube, dass Classic immer noch am besten ist. Was war Hardcore-Modus? Im Hardcore-Modus gibt es nur einen Spielstand, bei dem nur beim Beenden... des Spiels gespeichert werden kann. Hierbei ist es nicht möglich, das Spiel einfach neu zu laden, um einen Fehler zu korrigieren. Und wenn deine Kolonie stirbt, wird es das. Und wenn deine Kolonie stirbt, wird es das. Ist das richtig? Vom Deutschen? Dies ist der Modus, in dem Rimworld gespielt werden soll, bei dem jede dramaturgische Wendung, sei es nun hoffnungsvoll oder auch tragisch. Das in Kombination mit das ist bestimmt ziemlich cool. Vielleicht wird es Season 3. Gucken, wie lange unser verlorener Stamm überleben wird. Im Hardcore-Modus. Dann können wir dann halt mit einem anfangen. Ich glaube, das ist immer noch zur Geschichte so. Spannungs- und Spielschwierigkeitsstufe stetig ansteigt. Heißt, dass wir am Anfang leicht haben und am Ende etwas schwerer. Und das finde ich, glaube ich, ganz okay. Und ich glaube, dann starten wir auch bei Mittel wieder. Ja, ich glaube, dann würden wir auch wieder bei Mittel starten. Weil es ist einfach, wie sagt man so schön, Spiele sind auf Mittel programmiert meistens. Gut, ich weiß nicht, wie es bei so einem Spiel ist, aber die meisten Spiele sind auf Mittel programmiert und dann gibt es halt leicht und schwer noch dazu. Deswegen, ich glaube, dann fangen wir auch mit Mittel an. Das ist egal. Und dann mit den Bewohnern, wie gesagt, dann nehme ich wahrscheinlich eine Mod, um die, die Anfangsdinger so ein bisschen besser verwalten zu können. Mods habe ich noch nichts installiert. Wie gesagt, gerne, wenn ihr das Spiel kennt, wenn ihr ein paar Mods kennt, gerne in die Kommentare schreiben, was ich anfangen soll. Ich will auf jeden Fall mit ein paar Mods anfangen, die ich mir schon... aufgeschrieben habe, die werde ich jetzt hier aber hier noch nicht alle nennen. Einige, also 2 oder 3 habe ich ja schon genannt. Werde ich dann natürlich auch vorstellen, also ich werde euch die zeigen, was es für Mods sind und ja, dann werden wir damit spielen. Und ansonsten
Ich glaube, Lautstärke hatte ich alles in Ordnung. Hier kann man zum Beispiel maximale Anzahl von Kolonien. Warnung: RimWorld ist so ausgelegt, dass man mit nur einer Spielkolonie gleichzeitig spielt. Obwohl es möglich ist, mehrere Kolonien zu haben, wird es wahrscheinlich schlechte Performance und ein Spielungleichgewicht nach sich ziehen. Wir empfehlen, dass du zuerst mit nur einer Kolonie spielst. Okay, also es ist möglich, dann bis zu fünf Kolonien gleichzeitig zu haben. Und ich glaube, die sind dann auch tatsächlich gleichzeitig. Also auch wenn man nur eine optisch dann auf der Karte hat, laufen die anderen gleichzeitig weiter. Was auch ziemlich interessant ist. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Das war meine fünfteilige kleine Einleitung in das Spiel RimWorld. Ich kenne jetzt die Grundprinzipien, wie die Steuerung ist, wie was man gerade ganz am Anfang braucht. Ihr auch. Alles Weitere wird dann im Laufe der zig Folgen, die noch kommen werden, geklärt werden. Und dann bin ich auch mal gespannt, was uns so für interessante Sachen passieren. Oder was für interessante Geschichten wir erleben. Ich möchte ja nicht drum betteln, aber ihr könnt gerne auch ein Like da lassen. Wie gesagt, Tipps schreiben. Und so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, achso, und wir beginnen dann auch, eine Webcam gibt es dann auch wieder. War jetzt nur hier mal aus, ausnahmsweise. Ah, die gibt es dann auch wieder. Tschüss. Auf jeden Fall ein schönes Wochenende, falls erst am Montag die nächste Folge kommt. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Tschüss.